ich sage immer, Dualität oder Polarität erkenne ich wirklich so. Ja, dass man immer mal von beiden Seiten schauen sollte. Ja, ich sage, okay, das ist ja diese positive Sache von dem. Ja, so, jetzt habe ich meine Freiheit und so. Ja, ich habe immer mal gegen Abhängigkeit gekämpft, ja, in Unabhängigkeit, Freiheit wollte ich haben. Und dann kam es so ein Moment, und kann ich noch im Gefühl wir, kann ich ja noch in wir denken, in wir sein? Puh, ein Problem, ne? Das ist ja jetzt gerade Thema, ne? Weil wenn wir unabhängig sind, dann, wenn wir sozusagen bis zu einer gewissen Grenze kommen, ja, dann muss man das erkennen, dass diese Erfahrung, die gemacht worden ist, sollte man jetzt ja die andere Seite auch anschauen und die auch sozusagen anerkennen und auch würdigen. Ja? Und das ist auch das, was ich meine, starke Frau wird erst dann, wenn sie das, also diese zurück zur Frau wieder machen kann. Und das heißt nicht, ich zurück zur Frau, ein Wir zum Beispiel anzuerkennen, einen Partner anzuerkennen. Deine Frau zu sein, weil ich war Mann und Frau. Ja, also ich habe mehr sozusagen Erfahrungen, meine männliche Seite gelebt, um sich da durchzusetzen, diese Emanzipation oder sich irgendwie, ja, hier definieren können, ja, musste man diese männliche Seite in uns entwickeln und leben. Und dann kommt es, okay, ich bin eine Frau, hallo, ja, was macht eine Frau, ja, und dann kommt ja gerade diese Frage und da ist genau dieses Missverständnis, was viele nicht verstehen und dann gehen ja, soll ich wieder mal die Frau, die ich früher war? Nein, sondern diese Bereicherung, diese Entwicklung, diese Erfahrung, was gemacht hat, ne? Das ist genau das, was diese Stärke, diese Selbstsicherheit gibt. Ja? Sehr oft frage ich mich mal, bin ich jetzt selbstsicher oder bin ich leichtsinnig? Weil für mich, um selbstsicher zu sein, heißt es, diese andere Seite, ich habe links und rechts erlebt, dann kann ich in der Mitte weilen. Ja, dann schön, kann ich ja weise sein oder handeln, ja, so aus meinem Inneren oder aus Herzen. Ja, aber sobald ich ja denke, rechne oder so und denke, da bin ich ja noch unsicher. Ja, und ich habe gesagt, wenn ich zu jemandem ehrlich bin, dann zu mir selbst. Ja, also da kommt ja schon der jüngste Gericht. Das ist gut. Wie ich das sage, kommt ja dann immer und ich habe gesagt, da stehe ich dazu. Deswegen, ich habe gesagt, ich bin froh und glücklich und deswegen kann ich auch dazu stehen. Alles, was ich gemacht habe, stehe ich dazu. Ich habe meine Beichte sozusagen getan. Ja, immer wenn ich jetzt ein Kapitel, ja, dann lasse ich ja Revue passieren und dann gucke ich auch, was ich ändern sollte, wo ich noch an mir zu arbeiten habe, was ich noch nicht verstehe, wo ich noch zu suchen brauche und wo ich dann finde. Und wenn ich finde, sage ich, toll. Klasse. Noch eine kleine Frage, das ist unheimlich schön beantwortet. Würden Sie denn sagen, muss man mutig sein, um eine Familie zu gründen oder Kinder zu haben? Muss man mutig sein? Was würde ich sagen? Oh ja, genau. Muss man wirklich Mut haben. Hatten Sie damals Mut? Oder würden Sie das anders bezeichnen? Also ich glaube, ich bin jetzt reif. Jetzt habe ich Mut. Damals hatten Sie, was war das? Nee. Sehnsucht, also, Bedürfnis? Nein, nein. Es war... Schicksal. Nee, was ist ja Schicksal? Es war nämlich so, wir haben immer Vorbild. Und ob wir das wollen oder nicht wollen, oder, aber unser Vorbild ist ja Umgebung, ja, ist ja in erster Linie unsere Familie. Ja? Und wenn ich in meiner Familie, habe ich vieles gesehen, was... ich ganz anders machen würde. Das ist das, was ich sagte, als Kind, ja, hat man schon Idee und das ist diese Verbindung, dass man dann zu Gott hat oder diese, wenn Kinder geboren sind, sind ja noch, man sagt ja, unschuldig, ja, weil die sind ja dann so ganz ehrlich, also das würde ich anders machen. So, das gibt man sich so wie als eine Lebensaufgabe, ja, da kommt die Gabe, die habe ich, ja, und das möchte ich machen. Sie also, wollten Ihrer Familie letztendlich zeigen, wie Sie selbst Familie leben wollen. Habe ich es richtig verstanden? Genau. Ja. Und dann
Am Anfang, deswegen sagt man, also wenn man verliebt ist oder so, dann alles ja rosa-rote Brille oder so. Und ich habe gesagt, ich habe gesehen, was Fehler da war, ja, im Nachhinein. Und zwar, wenn ich etwas sehe, was nicht so ist, ja, wie es mir gerade passt oder so, Fehler war, weil ich nicht wusste, dass man niemandem und nichts verändern kann, nur sich selbst. Ja, heute habe ich das verstanden, das lebe ich, kann ich auch das sagen, und deswegen bin ich auch mutig, ja, weil dann erschreckt mich nicht, ich muss niemanden verändern, ich lebe nicht von, sondern aus mich heraus und nicht jetzt von außen, also so, und deswegen habe ich keine Angst jetzt von Einflüssen oder von, also ich glaube, ich bin ziemlich sicher. Mhm. Würden Sie Ihrer Tochter daher auch zuraten, wenn sie jetzt zu Ihnen käme, ich möchte jetzt eine Familie gründen, was würden Sie ihr mit auf den Weg geben wollen? Würden Sie sagen, ja klar, mach das. Bleib sich treu. Ja. Früher, also ich glaube, ich habe sie auch so erzogen und die gibt mir auch diese Feedback. Das ist ja auch etwas, wo sich das für mich immer mal dann bestätigt. Ja, auch diese Unterschiede. Natürlich werden wir immer wieder damit konfrontiert mit Neuem. Wie gesagt, jeden Tag bringt was Neues. Ja, und da bin ich auch mehr oder weniger mit mir, beziehungsweise mit meinem Unterbewusstsein konfrontiert durch mein Kind. Weil ich habe, einmal kann ich ja vielleicht kurz dazu sagen, war das, als meine Tochter mir Nein sagte. Ja, habe ich gedacht, früher hätte ich ja mal so, entweder wäre ich beleidigt oder hätte ich meine Autorität benutzt, um sie sozusagen zu zwingen, dass sie das macht, was ich will. Jetzt habe ich ja so erstmal Halt gemacht und überlegt, was mache ich jetzt? Ja? Also in Resonanz bin ich, weil es berührt mich irgendwo, ja? Aber eine Klarheit habe ich nicht. Dann habe ich einfach mal so gelassen, ja, so wie es war, habe nichts gesagt, aber habe auch geguckt, jetzt, dass ich nicht zugehe, sondern einfach mal so gelten lassen. Habe ich mir hingesetzt und nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, als ich Kind war, ich habe immer Nein gesagt, aber aufgestanden und doch gemacht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich war das ein Nichts. Lauwarmen spuckt man aus, ne? Und was wollte ich? Also da war ich ja weder links noch rechts, ja? Da war, also warum habe ich Nein gesagt, wenn ich doch gemacht habe? Oder warum habe ich doch gemacht, wenn ich Nein gesagt habe? Also das war ein Konflikt, das nicht bearbeitet war. Und da hat mir meine Tochter gerade mich mal dann also so gezeigt, jetzt bist du reif, um danach zu denken. Und dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Also ich bin wütend, ja? Eigentlich möchte ich, dass sie das macht. Also wenn ich so ganz ehrlich... Was ist ja jetzt dieser rechte Weg? Wie soll ich jetzt handeln? Dann habe ich weitergedacht. Ich habe gesagt, was habe ich mir mal gewünscht? Ja, ich habe zwar, warum ich erstmal das so Nein gesagt habe, weil ich dachte, sollte ich nicht machen und wollte ich auch nicht. Warum habe ich doch gemacht? Weil ich Angst vor Konsequenzen hatte. Ja, weil dann werde ich entweder bestraft, ja, oder wenn irgendeiner etwas wird mir entzogen, oder halt Liebesentzug. Ja, da bin ich schlecht. Da bin ich unerzogen, da bin ich schlechtes Kind, da bin ich nicht liebenswerte Tochter sozusagen. Und wegen dieser Konsequenz habe ich das getan. Dann habe ich gesagt, und was habe ich mir, oder wonach habe ich mich gesehnt? Ja, was war das? Und das war nämlich, dass man mich liebt, so wie ich bin. Obwohl sie Nein sagen. Und wenn ich auch Nein sage, dass ich auch geliebt bin. Ich sage, mein Gott, jetzt hat mein Kind Nein gesagt. Ja, liebe ich sie? Ne? Und da kommt gerade diese Frage. Und jetzt, in der Tat, nämlich Gedanke war schön, ja, aber in der Tat, wie tue ich das? Und das ist das, dieser Moment, wo man das wirklich diese loslassen oder diese abgeben oder wo man diese Gnade empfangen kann.